Hallo, herzlich willkommen zurück zur glücklichen Küche. Wir sind heute da mit dem Thema Fisch, mein persönliches Lieblingsthema. Ich liebe es, Fisch zu verarbeiten und zeige euch heute, worauf ihr achten müsst beim Kauf vom Fisch, bei der Verarbeitung des Fisches bis hin zum perfekt gebratenen Stückchen Fisch. Ich wünsche euch viel Spaß. Der erste Schritt für die Zubereitung von unserem Fisch ist natürlich erstmal die Vorbereitung. Das machen wir jetzt und ich zeige euch, welche Ausrüstung ich verwende, um meine Fische vorzubereiten. Ich hätte euch heute sehr, sehr gerne einen ganzen Fisch geboten, um den mit euch zusammen auszulösen, zu filetieren. Leider hatte mein Fachgeschäft keine ganzen Fische mehr da. Ich habe mir aber auch schon für das nächste Mal überlegt, wir sind hier im Wittgenstein, im Sauerland, wir haben hier sehr, sehr viele, sehr, sehr frische Forellen und die werden wir dann beim nächsten Mal einfach auslösen. Das kann man von dem kleinen Fisch auf den großen auch übertragen. Es ist ähnlich, nur ein bisschen kleiner. Ich zeige euch, was ich benutze. Bevor wir mit der Vor- und Zubereitung starten, möchte ich euch noch einige Informationen mit auf den Weg geben zum Thema Fisch. Wir unterscheiden in Rund- und Blattfische. Rundfische sind zum Beispiel ein Lachs, ein Zander, ein Kabeljau. Diese Fische schwimmen alle auf diese Art und Weise. Die haben jeweils ein Filet auf der linken und ein Filet auf der rechten Seite. Dann haben wir natürlich auch noch die Blattfische. Dazu zählt zum Beispiel ein Steinbutt, eine Scholle, eine Seezunge. Diese Fische bewegen sich auf diese Art und Weise und haben insgesamt vier Filets. Zwei oben und zwei unten. Wir unterscheiden außerdem in Salz- und Süßwasserfische. Süßwasserfische sind als Beispiel Forellen, Zander oder Karpfen. Bei den Salzwasserfischen als Beispiel sind es Steinbutt, Seezungen oder Seeteufel. Ich kaufe für mein Restaurant sehr, sehr gerne Fisch aus Frankreich, um genau zu sein aus der Bretagne, denn dort ist das Wasser sehr, sehr kühl und sehr rau und der Fisch ist da in einer hervorragenden Umgebung und das Fleisch ist super gut. Wir machen heute gemeinsam Lachs und Skrei. Skrei ist norwegisch und bedeutet auf Deutsch wandern. Dieser Fisch gehört zu der Familie der Kabeljau, der Dorsche und kommt ursprünglich aus der Barentssee, aus der kalten Barentssee und schwimmt durch sehr, sehr kalte Gewässer zu den Lofoten in Norwegen, um dort zu laichen. Dadurch bekommt er ein sehr, sehr festes, mageres Fleisch, da er praktisch Sport betreibt auf dieser Strecke und ist äußerst delikat. Von Januar bis April ist dieser Fisch überall erhältlich. Zum Thema Lachs möchte ich euch natürlich auch noch sehr gerne einige Informationen mit auf den Weg geben. In Frankreich ist 1965 ein Siegel entstanden mit dem Namen Label Rouge. Damals zeichnete man damit besonders hochwertiges Geflügel aus. Heute kann man damit auch besonders hochwertige Lachse auszeichnen. Und wer da noch eine Schippe drauflegen möchte, kauft den Lachs namens Loch Doar. Das ist eine Zuchtstation in Schottland, die super gute Qualität züchten. Man kann ihn praktisch roh verzehren, als Sushi-Qualität benutzen. Es ist eine sensationelle Qualität, die ich sehr, sehr gerne zum Beispiel für mein Restaurant kaufe. Wenn ihr eure Fische zu Hause vorbereiten wollt, braucht ihr natürlich eine gewisse Ausrüstung. Die Ausrüstung, die ich benutze, die zeige ich euch jetzt. Fische haben äußerlich Schleim und haben diese Säfte, was ganz normal ist. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, aber um die zu entfernen, benutze ich eine solche Zewa-Rolle. Die ermöglicht mir ein sehr sauberes Arbeiten. Dann brauche ich natürlich noch ein Instrument, womit ich den Fisch von den Schuppen befreien kann. Das ist ein solches. Wer das nicht hat, wovon ich ausgehe, der nimmt ein handelsübliches Messer und geht mit der Rückseite über die Schuppen. Somit lösen sich die Schuppen dann von der Haut. Ihr braucht außerdem noch ein Messer, ein flexibles Messer, was auch sehr, sehr scharf ist, um den Fisch auszulösen, von der Haut zu lehmen und zu portionieren. Das ist ein Fleischermesser, das ist kein richtiges Fischmesser, aber es dient mir wunderbar, um damit zu arbeiten. Dann brauche ich noch einen Teller, wo ich die fertigen Fischstücke draufsetze, damit es alles schön sauber und clean bleibt. Ich zeige euch jetzt, worauf ihr achten müsst beim Kauf des Fisches, bei der Zubereitung und bei der Vorbereitung. Das heißt also, die Farbe, die ist sehr entscheidend, die Konsistenz und auch der Geruch. Der Geruch des Fisches ist also das ausschlaggebendste Qualitätsmerkmal, das man eigentlich haben kann. Das zeige ich euch jetzt. So, starten tun wir einfach mal mit unserem Lachs.
Beim Kauf achte darauf zu fragen unbedingt, wann der Fisch geliefert worden ist. Dieser hier ist heute Morgen geliefert worden, also unglaublich frisch. Außerdem achtet darauf, dass euer Verkäufer oder eure Verkäuferin möglichst ein Stück aus der Mitte oder dem vorderen Teil schneidet, denn dann ist er besonders dick und lässt sich wunderbar saftig braten. Der letzte Schritt an der Fischtheke ist der, dass ihr darauf achtet oder euren Verkäufer, Verkäuferin darum bittet, den Fisch behutsam anzufassen. Denn gerade der Lachs ist ein sehr empfindlicher Fisch, weil er ein weiches Fleisch hat und reißt dadurch sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn man den dann zu grob anfasst oder in die Tüte reindrückt, bricht der und ist sehr unschön. So, wir sind jetzt zu Hause angelangt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie frisch ist denn unser Fisch, der heute geliefert worden ist, so wie was uns versprochen hat. Und das kann ich anhand von 3 Merkmalen sehr gut feststellen. Das erste Merkmal ist der Geruch, das entscheidendste Merkmal. Das entscheidet nämlich sofort. Ich nehme den Fisch hoch und rieche daran. Und ich stelle fest, es riecht nach nichts, außer nach etwas Meerwasser. Das bedeutet, der Fisch ist super frisch und wir haben alles richtig gemacht. Wenn ihr irgendwo in einem Restaurant seid, als Beispiel, und eine Pfanne mit frisch gebratenen Garnelen oder mit Fisch, Teller mit Fisch, wird an euch vorbeigereicht und ihr stellt fest, boah, hier riecht es aber nach Fisch, verlasst fluchtartig das Restaurant, denn dort wird kein frischer Fisch zubereitet. Fisch, der nach Fisch riecht, kann nicht frisch sein. Fisch darf auf gar keinen Fall nach Fisch riechen. Das ist das Erste, was ich euch sagen möchte. Das zweite Merkmal ist die Konsistenz. Wenn der Fisch ein festes Fleisch hat, dann ist er auch schön frisch. Das haben wir hier, wir haben ein schönes festes Fleisch. Ihr dürft natürlich den Lachs nicht mit einem Steinbutt vergleichen. Der Steinbutt hat von Natur aus ein deutlich festeres Fleisch, wie zum Beispiel jetzt der Lachs. Dieser ist wunderbar. Dann könnt ihr auch gleichzeitig hier drüber fahren und kontrollieren, ob noch Gräten drin sind. Meistens werden die Gräten vom Lieferanten schon entfernt. Hier ist das sehr gut passiert, es sind keine Gräten mehr drin. Sollten noch Gräten drin sein, könnt ihr eine kleine Zange benutzen und die Gräten rausziehen. Die eignet sich dafür super. Das dritte Merkmal ist die Farbe. Ein Fisch, der diese Farbe hat, ein Lachs, der diese Farbe hat, ist wunderbar. Wenn der Lachs schon in die bräunliche, weißliche Richtung geht, dann wisst ihr, da stimmt irgendwas nicht. Denn er könnte dann modrig schmecken, modrig so schlammig, das hat vielleicht schon mal gegessen, das sollte natürlich nicht sein. Also die 3 Merkmale, Geruch, Konsistenz und Farbe. Hier ist das alles perfekt getroffen. Hier haben wir jetzt den Skrei. Hier gibt es natürlich die gleichen Merkmale, ich brauche es jetzt nicht nochmal vormachen, der Geruch, auch hier die Konsistenz und auch die Farbe. Das ist ein weißer Fisch. Umso weißer das Fischfleisch, umso besser ist es auch. Steinbutt, Seeteufel, Skrei, Ludemeer. Alle diese Fische haben ein weißes Fleisch. Und umso weißer das Fleisch, umso besser ist auch der Fisch. Hier habe ich allerdings noch Gräten drin, was überhaupt kein Problem ist. Ich zeige euch einmal, wie ihr die ganz schnell entfernen könnt. Um die Gräten zu ziehen, könnt ihr einmal so ein professionelles Equipment benutzen. Das ist eine Fischgrätenzange. Ihr könnt aber auch genauso gut aus eurem Werkzeugkasten eine kleine Zange benutzen. Ich zeige mal einmal, wie das geht. Mit einer Hand haltet ihr das Fischfilet auf Spannung, sodass, wenn ihr daran zieht, nicht das Fleisch mit rauszieht. Das ist ganz wichtig, also festhalten, ansetzen und eine Gräte rausziehen. Ihr seht, das geht relativ schwer. Auch das ist ein Merkmal, dass der Fisch sehr, sehr frisch ist, denn umso schwerer die Gräten sich lösen, desto frischer ist auch der Fisch. Ich mache es nochmal vor. Festhalten, ziehen. Würde ich jetzt hier nicht festhalten, würde ich ganz viel Fleisch mit rausziehen. Eine andere Möglichkeit, ihr geht mit dem Messer her, setzt hier an und schneidet genau da, wo die Gräten sind. Das muss ich mal selber gucken. Entlang. Die Gräten wachsen ja nach oben, die wachsen nicht zur Seite. Das heißt, wenige Millimeter daneben reichen schon aus. Und jetzt schneide ich das einfach hier ab. Okay. Und dann schneide ich das hier vorne ab und mein Fisch, ich kontrolliere nochmal und stelle fest, er ist komplett grätenfrei und auf dieser Seite auch. Hier ist noch etwas Knochengerüst, das hat der Lieferant dann nicht richtig ausgeschnitten. So, fertig. Und jetzt könnt ihr euer Zewa-Tuch benutzen und einmal sauber machen.
und auch hier vorne einmal sauber machen. Als letzten Schritt gehe ich einmal noch drüber und gucke von vorne bis hinten. Da ist nämlich noch eine, ob der Fisch krätenfrei ist. Und meiner ist hier 100% krätenfrei. Dieses Stück könnt ihr dann für Fischfang benutzen, einfrieren, wenn ihr mehr habt, sonst, dass es sich lohnt, dann könnt ihr das für Fischfangs benutzen. Essen kann man es nicht, weil es fast nur aus Kräten besteht. Das ist der Teil, wo die Kräten drin sind. So seid ihr sehr, sehr schnell. Jetzt wollen wir das mal portionieren. Jetzt gehe ich her und schneide mir ein solches schönes, dickes Stück ab. Hier auch nochmal schönes, dickes Stück abschneiden. Dann habt ihr ein wunderbares Fischfilet. Jetzt kommt mein Teller zur Geltung. Setze ich jetzt die Fische drauf. Wenn ich sie nicht sofort essen möchte, stelle ich es erstmal im Kühlschrank abgedeckt und es ist super. Ein kleiner Trick, den ich euch noch zeigen wollte beim Schwanzteil des Filets. Man kann ihn entweder so weiterschneiden bis zum Schluss, was ich nicht so schön finde, weil in der Mitte immer so ein komischer Streifen dann ist. Oder aber ihr schneidet einmal hier durch und teilt dieses Stück dann in der Mitte durch. Somit sind beide Stücke viel, viel gleichmäßiger. Das zum Thema Portionieren. Als erstes nehme ich jetzt bei meinem Lachs ein Zewa und befreie ihn von überschüssigem Schleim und überschüssiger Feuchtigkeit. Ich mache das jetzt mal bewusst auf dem Holzbrett. Normalerweise mache ich das unter dem Waschbecken, unterm Wasserhahn, unter fließendem Wasser. Denn dann fängt das Wasser meine spritzenden Schuppen oder fliegenden Schuppen auf und die fliegen nicht ganz durch den Raum durch. Ich zeige das jetzt mal bewusst auf dem Brett, dass ihr das mal sehen könnt. Der Fisch schwimmt ja in eine Richtung. Die Schuppen sind entgegengesetzt angeordnet. Das heißt, dass er wunderbar durch das Wasser gleiten kann. Was ich euch damit sagen möchte, ihr werdet es nicht hinbekommen, den Fisch zu schuppen, wenn ihr in diese Richtung schuppt. Denn das Schuppengleit ist so angeordnet, dass da nichts passieren kann. Schuppt ihr aber in die entgegengesetzte Richtung, lösen sich die Schuppen, wie ihr sehen könnt. Immer mit Bedacht und Behutsamkeit, denn sonst zerstört ihr das Fischfilet. Auch in die hintersten Ecken, denn das vergessen immer viele, diese hintersten Ecken, und dann hat man überall noch Schuppen kleben. Ich zeige euch das jetzt mal mit einem meiner Spezialgeräte oder meinem Spezialgerät, denn da geht das deutlich besser mit. Kann man so richtig, weil das so schön rau ist, in das Schuppenkleid einfahren. Das mache ich jetzt unter fließendem Wasser, wie ich gerade erklärt habe, damit ich hier nicht so eine Sauerei habe. Und dann tupfe ich das nochmal trocken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr könnt sehen, ich habe den Fisch jetzt wunderbar entschuppt. Jetzt mache ich ihn gerade noch einmal trocken. Drehe ihn ganz vorsichtig um. Und jetzt schneiden wir ihn noch gerade zu, wie bei dem Kabeljau auch. Gibt es hier auch noch ein, zwei Gräten, habe ich festgestellt. Deswegen setze ich einmal hier an und schneide den Fisch einmal hier runter. Das ist das erste Stück, ein wunderbares Loin. Und hier haben wir das zweite Stück mit der Krätenlinie. Das schneide ich jetzt gerade noch ab. Super. Und hier unten den Bauchlappen schneide ich auch noch ein bisschen ab. Und dann haben wir zwei schön vorbereitete Stücke. Ihr seht jetzt hier dieses mega dicke Mittelstück, dieses Loin. Da schneide ich mir jetzt gerade meine Portionen raus. Und halte dann vier wunderschöne Stückchen Lachs. Das kann man auch noch portionieren. Ich nehme das jetzt für Sushi und das nehme ich zum Braten. Wir starten jetzt mit der Zubereitung von unserem Fisch. Dafür benötigen wir ein paar wenige Zutaten. Die würde ich euch gerne einmal zeigen. Wir würzen den Fisch mit etwas Salz. Anschließend werden wir ihn nur von der Hautseite etwas melieren. Dann brauchen wir zum Braten natives Olivenöl, frische Butter zum Schluss und etwas frische Petersilie. So, ich würde sagen, ich habe genug erzählt. Wir fangen jetzt an, den Fisch zuzubereiten. Ich habe euch die Punkte
stichpunktartig wieder unter die Videobeschreibung drunter gesetzt, damit ihr genau verfolgen könnt, was ich da jetzt gerade tue, wie ich es tue, dass ihr zu dem perfekten Ergebnis kommt, ein saftig gebratenes Stückchen Fisch, was von außen super kross ist und sensationell lecker. Also los geht's! Als erstes müssen wir den Fisch natürlich salzen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Fisch würzt man immer weniger als Fleisch, bedeutend weniger. Das ist dazu bei zu beachten. Und jetzt ganz kurz ins Mehl tauchen, nicht zu viel und direkt wieder abklopfen. Beim Lachs mache ich es genauso. Ganz kurz ins Mehl, nicht zu viel und direkt wieder abklopfen. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr ihn sofort in die Pfanne legt. Nicht noch groß liegen lassen, nicht noch Wasser ziehen lassen, direkt in die Pfanne. Denn sonst zieht das Wasser und eure Mehlschicht, die verhindert, dass der Fisch an der Pfanne kleben bleibt, ist im Eimer. Also direkt in die Pfanne, in die heiße Pfanne. Wichtig ist, dass ihr eine Pfanne wählt, die nicht zu groß ist. Also nicht ein Stückchen Fisch in so eine kleine Pfanne einlegen und nicht ganz viele Fische in so eine kleine Pfanne legen. Das ist ganz wichtig zu beachten. Das Verhältnis von Fisch und Pfanne muss unbedingt stimmen. Ich habe jetzt hier auf meinem Herdstufe 6 eingestellt, also ein bisschen mehr als die mittlere Leistung. Und jetzt brate ich den Fisch nur von der Hautseite, weil ich möchte, dass der Fisch nicht zu trocken wird. Der Fisch wird mir zu trocken, wenn ich ihn zu viel brate. Zu roh ist er erstmal das eine, aber es gibt ja nur zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr bratet den Fisch zu roh oder zu durch. Und das eine kann ich schon ausschließen, wenn ich nämlich sehe, dass er auf der Hautseite nur gart. Hier oben ist ja alles noch hoch, genau wie hier. Dann kann ich genau feststellen, der ist auf jeden Fall noch saftig, denn er ist ja noch nicht übergart. Deswegen tue ich ihn nicht drehen und von der Fleischseite braten, denn dann kann ich das nicht mehr sehen. So sehe ich genau, er ist auf jeden Fall noch roh von der Seite, also auch saftig. Immer mal ein bisschen bewegen die Pfanne. Und langsam. Immer langsam. Mit Ruhe. Denn dann wird eure Haut wunderbar kross vom Fisch und das Fleisch schön saftig. Wenn ihr ihn zu heiß, zu schnell gart, dann hat die Haut überhaupt keine Chance, ganz kross zu werden und das Fleisch ist auch schnell übergart. Und ihr seht auch, ich drücke das immer so ein bisschen runter, denn die Fischhaut, die wölbt sich auch schon mal. Dann ist das von außen kross und in der Mitte, wo es sich gewölbt hat, nicht. Und wenn ich so ein bisschen runterdrücke, lasse ich diese Haut reißen und es wird auch an der Stelle kross. Es wird jetzt langsam Zeit, den Fisch fertigzustellen. Jetzt, bei Minute 5 könnt ihr machen, mache ich jetzt ein bisschen Butter dabei. Schöne braune Nussbutter. Die Temperatur runterfahren, dass die Butter nicht verbrennt. Jetzt den Fisch umdrehen. Guckt euch mal diese schönen Stücke Fisch an. Oh, herrlich. Frische Petersilie.
kurz drüber gehen. Nochmal umdrehen. Und schon ist der Fisch fertig. Bei Minute 6. Ton runter. So, als erstes fangen wir mal mit unserem Skrei an. Seht ihr hier eine wunderschöne Farbgebung, ein wunderschönes Stück. Wunderschön weiß von der anderen Seite. Jetzt schneiden wir den einmal an. Ah, top. Wunderschön, ganz leicht glasig noch hier oben. Das ist ein wunderschönes Stückchen Fisch. Der fällt in seine zerfällt in seine Lamellen. Lamellen nennt man das, was jetzt so zerfällt. Super saftig. Perfekt. Beim Lachs, der muss noch so ein Ticken roh sein, denn dann ist er am besten. Habt ihr das gehört? Ich mach's nochmal. Das ist großer Fisch. Ah, wunderbar. Genau so muss er sein. Schön, glasig, saftig von innen, fast noch so ein Ticken roh, denn dann wird er besonders saftig. Seht ihr das? Genau so muss Lachs sein. Zerfällt ganz locker in seine einzelnen Strukturen. Die Haut wunderbar kross. Und wir probieren natürlich auch. Ein perfekter Fisch. So muss Lachs sein. Wenn er zu durch ist, ich mache es mal hier auf der Seite, das ist ein bisschen mehr durchgezogen, und weiß wird, dann schmeckt Lachs überhaupt nicht mehr so, wie er jetzt bei uns schmeckt. Er muss noch glasig sein. Ganz, ganz wichtig. Besonders bei Lachs. Und hier auch nochmal beim Skrei. Wunderbar. So, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, ihr habt Lust bekommen auf frischen Fisch. Abonniert gerne unseren Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Rippchen. Das wird so richtig lecker, richtig klassisch, aber richtig gut. Bis bald. Tschüss.